Aufgabe aus der Beispielsammlung 2017, Seite 104, Nummer 25, getitelt mit Kanäle 1. Ein Kanal für Kleinboote besitzt den unten abgebildeten Querschnitt. Dieser wird von der x-Achse und der Funktion f begrenzt. Hier die x-Achse mit der Breite in Metern, y-Achse die Tiefe in Metern und hier die Funktion f. Die Gleichung der Funktion f lautet, f von x ist gleich 0,0004 mal x hoch 4 plus 0,4 mal x hoch 2 minus 6. Eine Polynomfunktion vierten Grades, die nur gerade Potenzen von x besitzt, also x hoch 4, kein x hoch 3, x hoch 2, kein x hoch 1. Solche Funktionen liegen spiegelsymmetrich zur y-Achse, darf ich mal sagen. Zum Aufstellen kommen Funktionen vierten Grades nicht. Wenn sie aber schon gegeben sind, können sie auch vierten, fünften oder höheren Grades sein. X die Breite in Metern und f von x die Tiefe in Metern. Aufgabenteil A, der Arbeitsauftrag. Ermitteln Sie, wie viel Hektoliter Wasser dieser Kanal mit einer Länge von 4,2 Kilometern fasst. Mit Fassen meint man dann, dass er gestrichen voll ist, also bis zum Rand gefüllt. Wenn das hier der Kanalquerschnitt ist, dann muss man sich diesen Kanal idealisiert geradlinig 4,2 Kilometer lang vorstellen. Und die Grundfläche und Deckfläche dieses Körpers bezeichne ich mit A und das ist die Querschnittsfläche. Für das Volumen jedes sogenannten Prismas, das ist ein Körper, dessen Grund- und Deckflächen gleich sind, gilt, Volumen ist Fläche A mal der, in dem Fall mal der Länge, sonst würde man sagen Höhe. Ich bezeichne jetzt auch die Querschnittsfläche mit A. Wir kennen die Funktion, was wir benötigen, um die Fläche mittels Integral zu bestimmen, was ja notwendig ist, weil diese Fläche gekrümmt begrenzt ist. Wir benötigen die Nullstellen, die x-Koordinaten der Punkte der Kurve auf der x-Achse. In GeoGebra ein leichtes. Wir geben ein ins Eingabefenster, weil es sich um eine Funktion handelt. F von x ist 0 Punkt, nicht vergessen, statt Komma 0,004x hoch 4 plus 0,4x hoch 2 minus 6. Mir passiert es hier leicht, dass ich eine 0 zu viel oder zu wenig eingebe, was schlecht ist für richtige Ergebnisse. Deswegen kontrollieren, danach auf Enter getippt. Jetzt steht aber hier 0 mal x hoch 4 und die Vorzahl von x hoch 4 ist ja nicht 0. Das ist deswegen, weil die Grundeinstellung in GeoGebra auf 2 Nachkommastellen rundet. Wollen wir das nicht, dann gehen wir oben auf Einstellungen, Runden und gehen von 2 auf 4 Kommastellen und dann erscheint unsere Funktion in der angegebenen Form, sprich die Funktionsgleichung. Den Befehl Nullstelle Polynom eingegeben mit f von x ist der Name unserer Funktion f auf Enter getippt und wir haben mit Groß A und Groß B die Nullpunkte, die natürlich auch symmetrisch zur y-Achse liegen müssen. Nun können wir integrieren mit dem Befehl Integral Funktion Startwert Endwert. Die Funktion heißt f. Der linke Wert, immer der kleinere, ist der Startwert. Das ist die x-Koordinate der linken Nullstelle mit minus 3,8447. Der Endwert, die x-Koordinate der rechten Nullstelle, 3,8447. Auf Enter getippt und wir erhalten einen Flächeninhalt von minus 30,847. Das sind Quadratmetern. Der Flächeninhalt wird deswegen negativ angegeben, weil die Fläche unterhalb der x-Achse liegt.
Natürlich werden wir diese Fläche positiv interpretieren, denn als Flächeninhalt hat eine negative Zahl wenig Sinn. Ich habe diesmal die Nachkommastellen mitgenommen. Man dürfte auch auf 30,85 Quadratmeter die den Inhalt der Querschnittsfläche runden. Die Länge des Kanals ist vorgegeben mit 4,2 Kilometern. Ein Kilometer hat 1000 Meter. Wir haben Kilometer, wollen Meter. Wir wollen von 1 nach 1000, indem wir 1 mit 1000 multiplizieren, ebenso die 4,2 und erhalten 4200 Meter. Das Volumen ist, wie schon besprochen, die Querschnittsfläche A mal der Länge. A sind ja die 30,847 Quadratmeter, deswegen müssen wir auch die Länge in Metern angeben. Mal 4200 Quadratmeter mal Meter ist nach der Potenzregel P1 m hoch 2 mal m hoch 1 ist m hoch 3, zu Deutsch Kubikmeter. 129.557,4 Kubikmeter Wasser kann dieser Kanal fassen. Wenn wir Hektoliter wollen, verwandeln wir zunächst die Kubikmeter in Kubikdezimeter. Man weiß, ein Kubikmeter besitzt 1000 Kubikdezimeter. Wenn man es nicht weiß, dann findet man die Maßumwandlungen im Formelheft. Wir haben Kubikmeter und wollen Kubikdezimeter. Wir wollen von 1 nach 1000, indem wir mal 1000 rechnen. Das machen wir auch mit der vorgegebenen Zahl. Und damit wissen wir, dass es sich um 129.557.400 Kubikdezimeter handelt. Ein Kubikdezimeter entspricht einem Liter, na, dann werden diese grob 129 Millionen Kubikdezimeter 129 Millionen Litern entsprechen. Wir übernehmen einfach die Zahl. Für Liter und Hektoliter gilt, ein Hektoliter hat 100 Liter. Wir haben nun Liter und wollen Hektoliter, das heißt, wir wollen von 100 auf 1, indem wir 100 durch 100 und ebenso diese 129 Millionen und so weiter durch 100 dividieren und erhalten damit 1.295.574 Hektoliter. Das ist das Fassungsvermögen dieses Kanals. Aufgabenteil B. Verwenden Sie für Aufgabenteil B die gegebene Funktionsgleichung von Aufgabenteil A. Würde das nicht dastehen, dann müsste, falls benötigt, eine neue Funktionsgleichung dastehen und dann wäre diese und nur diese für den Aufgabenteil B zu verwenden. Um den Kanal für größere Boote schiffbar zu machen, werden zwei Möglichkeiten der Erweiterung erwogen. Möglichkeit 1: Der Kanal wird durch 2 Meter hohe senkrechte Mauern an der Oberkante vertieft. Das heißt, hier werden 2 Meter hohe Mauern gesetzt und damit wird der Kanal vertieft. Die ursprüngliche Maximaltiefe sind, wie hier ablesbar, 6 Meter. Durch die 2 Meter hohen Mauern wird er dann 8 Meter Tiefe vorweisen. Möglichkeit 2: An der Oberkante werden tangential angelegte Mauern bis zu 2 Meter über der ursprünglichen Wasseroberfläche gebaut. Das heißt, an der Oberkante hier werden Tangenten gelegt und die werden so lange gezogen, bis sie 2 Meter über der ursprünglichen Wasserkante liegen. Der Arbeitsauftrag: Ermitteln Sie für beide Möglichkeiten, um wie viel Prozent die Querschnittsfläche vergrößert wird, wenn die ursprüngliche Querschnittsfläche 30 Quadratmeter groß ist. Jetzt wählen wir nicht mehr die errechnete Querschnittsfläche des Aufgabenteils A, sondern die hier vorgegebene. Das ist deswegen wichtig, weil die Aufgabenteile A, B und C und so weiter voneinander unabhängig sind. Und sollte jemand die Querschnittsfläche in A nicht bestimmt haben, dann kann er trotzdem den Aufgabenteil B noch richtig ermitteln. Ich komme zur Möglichkeit A mit der 2 Meter hohen senkrechten Mauer. Wir wissen ja schon, dass die Nullpunkte
A-3, ich habe hier die Kommastellen jetzt lassen, man könnte auch 3,84 nehmen, also minus 3,84470 und B3,84470 sind, dann muss ja wohl die Länge dieses Querschnitts, der sich durch die senkrechten Mauern ergibt, zweimal 3,8447 sein und das sind 7,6894 Meter. Die Höhe dieses Querschnittsrechtecks ist wohl 2 Meter und damit ist die zusätzliche Querschnittsfläche schnell berechnet. A des Rechtecks ist doch mit Länge mal Breite 7,6894 mal 2. Das ergibt 15,3788 Quadratmeter. Arbeitsauftrag ist ja, wir sollen ausrechnen, um wie viel Prozent sich die Querschnittsfläche vergrößert. Und die ursprüngliche Querschnittsfläche ist mit 30 Quadratmetern anzunehmen. Ich werde das mittels Schlussrechnung bzw. Dreisatz bestimmen. Die 30 Quadratmeter als ursprüngliche Fläche entsprechen 100% und die 15,3788 Quadratmeter sind dann die zu bestimmenden x%. Würde man hier 15,38 Quadratmeter gerundet haben, ist das völlig in Ordnung. Prozentrechnungen sind immer direkte Verhältnisse. Je mehr Prozent, desto mehr an Quadratmetern, je weniger, desto weniger. Wir schließen auf eine Einheit, das ist einmal nur in der Spalte möglich, in der beide Zahlen gegeben sind. Indem wir 30 durch 30 dividieren, erhalten wir 1 Quadratmeter. Und wenn wir diese 1 mit 15,3788 multiplizieren, erhalten wir dann die 15,3788 Quadratmeter der zweiten Zeile. Bei direktem Verhältnis wird mit der x-Spalte gleichermaßen gerechnet. Also gilt, x ist gleich, die Zahl oberhalb von x kommt oberhalb des Bruchstrichs. Die Division kommt naturgemäß unterhalb des Bruchstrichs, denn eine Division ist ja der Bruchstrich. Und mal 15,3788 kommt oben hin. Eingetippt erhalten wir 51,26%. Deswegen die Antwort. Die ursprüngliche Fläche wird bei Möglichkeit 1 um 51,26% vergrößert. Gemeint ist die Querschnittsfläche. Möglichkeit 2. An der Oberkante werden tangential angelegte Mauern bis zu 2 Meter über der ursprünglichen Wasseroberfläche gebaut. Eine Tangente heißt ja, dass im Berührpunkt haben wir Kurve und Tangente die gleiche Richtung, die gleiche Steigung. Das ist wichtig. Ich habe es jetzt hier bewusst etwas überzeichnet. Wir können hier nicht sagen, na, ich nehme nur die Fläche, die von der Kurve begrenzt wird in dem Bereich. Ich habe das zwar nicht sehr schön, aber hoffentlich klar bemalt, sondern da würde ja der schraffierte Teil an Fläche fehlen. Ja, wie bekomme ich denn nun diesen Teil? Denn das dunkel hinterlegte Rechteck haben wir gerade bestimmt. Diese Fläche ist 15,3788 Quadratmeter. Was uns fehlt, sind die beiden am Rande liegenden rechtwinkeligen Dreiecke. Ich fasse einmal das rechte größer heraus. Wir wissen, dass diese Strecke, das ist ja eine Kathete dieses Dreiecks, weil sie ja eine der Seiten ist, die den rechten Winkel einschließt, das müssen die 2 Meter sein. Jetzt kommt wieder der wichtigste Sachverhalt der Differentialrechnung. In jedem Berührpunkt gilt, Kurvensteigung ist gleich Tangentensteigung in Zeichen. Kurvensteigung ist ja die erste Ableitung, F' an einer bestimmten Stelle, in einem bestimmten Punkt mit der x-Koordinate x1 allgemein ausgedrückt, ist gleich groß wie die Tangentensteigung. Das verwenden wir hier, das brauchen wir. Wir wissen, der rechte Nullpunkt längs bestimmt hat x 3,8447, y ist 0 und das ist nun diese x1-Koordinate. Und wenn wir nun die Steigung dort wollen, dann müssen wir zunächst
f von x differenzieren, f' von x bilden, das ist die Steigung. F' von x ist 0,0016 mal x hoch 3 plus 0,8x. Und wenn wir die Steigung bei x gleich 3,8447 wollen, dann müssen wir diesen Wert für x einsetzen. Ich habe ihn jetzt hier auf 2 Nachkommastellen gerundet. Das in die Steigung eingesetzt liefert uns den Wert 3,17. Und Kurvensteigung ist Tangentensteigung. Die Tangente ist eine Gerade, deren Steigung nenne ich k. Also ist 3,17 die Steigung der Tangente. Und für jede Gerade, so auch für die Tangente gilt, dass ihre Steigung der Tangens des Steigungswinkels ist. Wollen wir Alpha, müssen wir die Umkehrfunktion anwenden, die korrekt Arcustangens heißt. Ich schreibe ja immer, wie im Casio ersichtlich, Tangens hoch minus 1 von diesem k von 3,17 ist Alpha. Ausgetippt erhalten wir für Alpha 72,50 Grad auf 2 Nachkommastellen gerundet. Das ist hier dieser eingezeichnete Winkel. Ich brauche einen Winkel in dem rechtwinkligen Dreieck. Ich erlange ihn durch die Z-Regel, das heißt, zwei parallele Strecken, die durch eine dritte Strecke verbunden sind, dann kann man sicher sein, dass die Winkel in den Ecken etwas unmathematisch ausgedrückt gleich groß sind, also dass hier oben auch der Winkel Alpha liegt. Ich suche jetzt noch die Länge der Strecke u, und zwar deswegen, weil für jedes rechtwinklige Dreieck gilt, dass sein Flächeninhalt a mal b halbe ist, wobei a und b die Katheten, also die Seiten sind, die den rechten Winkel bilden. Das mache ich doch mit dem Tangens, denn im Tangens kommen beide Katheten vor. Der Tangens eines Winkelalphas ist festgelegt als die Gegenkathete durch die Ankathete. Die Alpha gegenüberliegende Kathete sind die 2 Meter und die anliegende Kathete ist U, sodass mit den Bezeichnungen der Tangens von Alpha lautet 2 durch U. Wir wollen U, die Variable steht im Nenner. Wenn ich es händisch umforme und nicht im CAS-Fenster, muss ich die Gleichung mit U multiplizieren. Dann erhalte ich links U mal dem Tangens von Alpha, rechts 2. Nun stört mich bei U der Tangens von Alpha, der ist mit dem U mit mal verbunden. Deswegen dividiere ich nun die Gleichung durch Tangens von Alpha und wir erhalten für U 2 durch den Tangens von Alpha. Und für Alpha den Wert 72,50 Grad eingesetzt, liefert das ein U von 0,63 Metern. Wie schon erwähnt, für das rechtwinklige Dreieck gilt, der Flächeninhalt ist a mal b halbe, wobei a und b die Katheten, die Seiten sein müssen, die den rechten Winkel einschließen. Ja, die eine Kathete ist 2 lang, die andere eben errechnet 0,63. Das ergibt eingetippt oder auch im Kopf 0,63. Unsere Einheiten sind noch immer Längeneinheiten sind Meter, also ist der Flächeninhalt Quadratmeter. Wir wissen nun, dass hier dunklere Blau, in dunklerem Blau gehaltene Rechteck hat den Flächeninhalt 15,3788 Quadratmeter, der wurde schon längst ermittelt. Dann kommen noch dazu diese Inhalte der beiden Randdreiecke, also 0,63 plus 0,63 plus diesen 15, ich habe jetzt auf zwei Stellen nach dem Komma gerundet, 15,38 liefert einen Flächeninhalt von 16,64 Quadratmeter. Mit Hilfe des Dreisatzes der Schlussrechnung ist dann der Prozentanteil schnell ermittelt. Die 30 Quadratmeter, die ursprüngliche Fläche, entsprechen wieder den 100%. Die 16,64 Quadratmeter gilt es zu bestimmen. Ich schließe wiederum in der Spalte, in der ich beide Zahlen kenne, auf 1, indem ich 30 durch 30 dividiere und dann die 1 mit 16,64 multipliziere. Wir rechnen auf der x-Seite genauso, x ist gleich, die 100 oberhalb des Bruchs, die durch 30 unten mal 16,64 oben und erhalten 55,47%. Das heißt, bei Möglichkeit 2 vergrößert sich die Fläche um 55,47%. Noch ein Aufgabenteil C.
Die Querschnittsfläche wird durch eine Verlängerung der Randkurve bis zu einer Höhe von 2 Metern über dem Wasserspiegel erhöht. Also diesmal wird die Kurve erhöht. Der Arbeitsauftrag: Finden Sie eine geometrische Figur, die die zur ursprünglichen Querschnittsfläche zusätzliche Fläche näherungsweise beschreibt. Das ist ja hier die weiße Fläche, eingerahmt von der violett gezeichneten Geraden durch Y2, dann der Kurve und der Wasseroberfläche. Und näherungsweise beschreibt doch offensichtlich ein Trapez diese Zusatzfläche. Deswegen die Antwort: Ein Trapez beschreibt die zusätzliche Querschnittsfläche näherungsweise. Der letzte Arbeitsauftrag: Berechnen Sie den Flächeninhalt dieser zusätzlichen Fläche, indem Sie die entsprechenden Daten von der Skizze ablesen. Korrekt ist gemeint die Fläche des Trapezes. Diese Strecke ist die eine Parallelseite. Ich habe hier gemessen auf eine Nachkommastelle gerundet 8,8 Meter. Die andere Parallelseite misst bei mir 7,6 Meter. Und die Höhe des Trapezes muss doch wohl 2 Meter sein, von 0 bis 2. Für den Flächeninhalt eines Trapezes gilt, laut Formelheft, a plus c in Klammer mal h halbe, wobei a und b die Parallelseiten sind. Ich setze nun alle Zahlen ein, 8,8 plus 7,6, die Höhe ist mal 2 durch 2. Leicht berechnet erhalten wir einen Flächeninhalt der Zusatzfläche des Trapezes von 16,4 Quadratmetern. Jetzt kann man natürlich hier schnell Abweichungen bekommen durch das Abmessen. Es gilt als Toleranzgrenzen plus minus 10%. Wenn jetzt meine Zahl stimmen sollte, ich sage deswegen sollte, weil wenn wer genauer gemessen hat, dann würde er ein genaueres Ergebnis erhalten. Aber ich wähle jetzt meinen Flächeninhalt als Ausgangsmaß. Dann sind ja 10% von 16,4 1,64. Das heißt, die Aufgabe ist richtig gelöst, wenn man Werte herausbekommt zwischen 14,76 und 18,04 Quadratmetern. Wobei, wenn man sieht, dass hier richtig gemessen wurde, dann wird das Ergebnis in aller Regel auch richtig anerkannt werden, wenn die Abweichungen noch etwas größer sein sollten.